In der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh feiern die Vietnamesen den Jahrestag ihres Sieges mit Paraden und Kundgebungen. Neben den Panzern und Infanteristen aus Hanoi sind die Hilfstruppen der kambodschanischen Marionettenregierung Heng Samrin in der Minderzahl. Die Kinder schwenken rote Fahnen und Blumen, als liefen sie über den Roten Platz. Auf der Ehrentribüne beobachtet Nguyen Hu Tho, Vizepräsident der Sozialistischen Republik Vietnam, den Vorbeimarsch in der Pose eines Statthalters. Neben ihm die Generale Hanois und der Sowjetunion. Mit Festen und Umzügen allein kann man noch keine Normalisierung beweisen. Aber die 200.000 Soldaten, die Hanoi als Besatzungsmacht in Kambodscha belässt, haben immerhin bewirkt, dass die Hauptverbindungslinien im Land sich wieder einem fast normalen Verkehr öffnen, auch wenn die Straßen sich in einem fürchterlichen Zustand befinden. Sobald die Regenzeit in 2 Monaten wieder einsetzen wird, verwandeln sich diese Verkehrsadern in Schlamm und Morast. Und selbst die vietnamesischen Panzer durften dann stecken bleiben. Immerhin hat das wirtschaftliche Leben in Kambodscha wieder zu pulsieren begonnen. Auf dem großen Markt von Phnom Penh werden Früchte, Mais und Gemüse angeboten. Auch hier ist man weit von der Normalisierung entfernt. Die Basis des Handels bleibt der Warenaustausch. Doch die große, die entsetzliche Hungersnot scheint überwunden zu sein. Im Hafen Kompong Som, der angeblich zu einem sowjetischen Flottenstützpunkt am Golf von Siam ausgebaut wird, bringen russische Docker Lieferungen aus Wladiwostok an Land. Wie es tatsächlich in jenen weiten Gegenden aussieht, wo die vietnamesischen Divisionen nicht für ein Minimum an Sicherheit garantieren, wo Partisanen und Widerstandskämpfer weiterhin ihre Hinterhalte legen, wo die Reisfelder vermint und die Pflanzungen entlaubt sind, das weiß kein ausländischer Augenzeuge zu berichten. Je mehr man sich in der Provinz Battambang der Grenze nähert, desto dichter wird der Warenzustrom aus dem benachbarten Thailand. Vor allem mit Ochsenkarren brechen die ausgepulverten Kambodschaner nach Westen auf. Sie kehren mit Reis und den notwendigsten Gebrauchsgütern, die ihnen in der Schreckenszeit des Pol Pot-Regimes abhanden gekommen waren, wieder zurück. Hier sind auch die fremden Besatzungstruppen am zahlreichsten. Das Fahrrad ist zum unentbehrlichen Transportmittel geworden. Über Schleichwege versucht man, an den Straßensperren der Vietnamesen und der Roten Khmer vorbeizukommen. Das Volk der Kambodschaner beweist zähen asiatischen Überlebenswillen. Jedermann weiß, dass im Falle eines Abzugs der allgegenwärtigen Besatzungsarmee Hanois die jetzige fremde Ordnung sofort zusammenbrechen. Über den Tempelruinen von Angkor Wat weht die rote Fahne des pro-vietnamesischen Heng Samrin-Regimes. In Angkor Wat hatte sich im Mittelalter ein kambodschanisches Großreich entwickelt, das weit über die Grenzen des heutigen Landes der Khmer nach Thailand, Laos und Vietnam übergriff. Als Vertreter der vietnamesischen Protektoratsmacht besucht Vizepräsident Nguyen Hu Tho dieses Symbol einstiger kambodschanischer Macht und heutiger Unterwerfung. Hanoi hat mit seinem Sieg über die Roten Khmer das große Ziel der Indochinesischen Föderation verwirklicht und wird auf diese Eroberung nicht mehr verzichten. Die Bilder des Vorspanns, die Sie eben gesehen haben, stammen von ausländischen Kameraleuten. Wir selbst haben immer wieder den Antrag auf ein Visum nach Phnom Penh gestellt, und zwar in Hanoi und in Phnom Penh. Er wurde immer wieder abgelehnt. Aber deswegen werden wir keinen anti-vietnamesischen Film machen.
Ein paar Tatsachen müssen jedoch festgehalten werden. Als die Vietnamesen vor mehr als einem Jahr Kambodscha eroberten, wurden sie, wenn nicht als Befreier, so doch als Lebensretter begrüßt vor den Schrecken des Pol Pot-Regimes. Aber jetzt wachsen sie nach und nach in die Rolle einer Kolonialmacht hinein. Und die Bekämpfung der Partisanen zieht natürlich Grausamkeiten nach sich. Vor allem befürchten die Kambodschaner, dass die 60 Millionen Vietnamesen eines Tages die 6 Millionen Kambodschaner aufsaugen, assimilieren werden, wie das früher einmal bei dem Reich Champa der Fall gewesen war. Die Einladung zu den Widerstandskämpfern, zu den Roten Khmer, zum demokratischen Kampuchea, ist auf konspirative Weise zustande gekommen. Über Bangkok, Genf und Paris, wenn wir ein Jahr früher ohne Einladung zu den Roten Khmer gegangen wären, hätten sie uns mit Knüppeln totgeschlagen. Wir haben eine Reportage gemacht, einen Erlebnisbericht. Den Titel »Die Soldaten der Apokalypse« haben wir in Anlehnung an den amerikanischen Indochina-Film »Apocalypse Now« gewählt. Und ein paar Musikelemente dieses Filmes haben wir auch entliehen. Angesichts der Gastfreundschaft der Roten Khmer haben wir selten daran gedacht, dass wir uns eigentlich im Herzen der Finsternis befanden und dass diese liebenswürdigen Politiker und Soldaten vor kurzer Zeit noch das Grauen und den Horror verkörperten. Die kleine Nachtmusik im Oriental Hotel von Bangkok. Ein ungewöhnlicher Auftakt für eine Reise zur unheimlichen Geisterarmee der Roten Khmer. Aber das war der Treffpunkt gewesen, den uns der Bevollmächtigte des Pol Pot-Regimes angewiesen hatte. Dort sollte er uns um 22 Uhr inmitten einer Auffahrt von Luxuslimousinen, von Touristen und zurechtgeputzten Partygästen mit einem Lieferwagen zu unserer mysteriösen Reportage in Kambodscha abholen. Es war noch grauer Morgen, als wir am Ende einer staubigen Lateritpiste die Grenze nach Kambodscha erreichten. Hier erwarteten uns die ersten Repräsentanten des demokratischen Kampuchea, wie die Roten Khmer heute noch ihr Staatswesen nennen. Im weißen Hemd begrüßte uns Staatsminister Khiat Chon. Nach einem kurzen Stück Weg fanden wir eine erste Zwischenstation mit Hängematten aus grünem Plastik. Aus einem Transistorgerät tönte das Programm des Senders des Freien Kambodscha, einer Radiostation, die sich in Südchina befindet. Der Frühstückstisch war reichlich gedeckt. Die Roten Khmer stellten uns Begleitschutz und eine Trägerkolonne von unbewaffneten jungen Soldaten zur Verfügung, die nicht älter als 13 bis 16 Jahre waren. Nach kurzer Rast wurden wir über Dschungelpfade nach Süden in die kambodschanische Provinz Mian Chai geleitet. Wir wurden zu äußerster Vorsicht aufgefordert, denn in dem Dickicht zu beiden Seiten befanden sich zahllose Minen und Bambusfallen. Wir traten sorgfältig auf die kleinen Knüppeldämme, unter denen sich tiefe Gruben mit spitzen und vergifteten Bambuspfeilen verbargen. Die Kriegslisten der Roten Khmer und ihre primitiven, aber wirksamen Abwehrmittel erinnerten stark an die Taktik des Vietcong im Krieg gegen die Amerikaner.
Nach einigen Kilometern erreichten wir eine Ansammlung sauberer und gut bewachter Bambushütten. Wir befanden uns im Regierungszentrum der Roten Khmer. Über die Morse-Anlage, die Tag und Nacht funktionierte, waren die Kambodschaner in der Lage, den Funkverkehr mit versprengten Einheiten in den verschiedenen Provinzen ihres Landes und auch mit den Kontaktstellen in Südchina aufrechtzuerhalten. In diesem provisorischen Regierungscamp erwartete uns der Staatspräsident des demokratischen Kampuchea, Khieu Samphan, der seit einiger Zeit den ominösen Pol Pot als Regierungschef abgelöst hat. Ebenfalls zugegen waren Außenminister Yeng Sari und Wirtschaftsminister Tiun Tiung, die alle ein perfektes Französisch sprachen und in Paris studiert hatten. Aber der dritte, der unheimlichste Mann in der Führungstroika der Roten Khmer war abwesend. Der berüchtigte Pol Pot, der immerhin als Generalsekretär der Kommunistischen Partei und militärischer Oberbefehlshaber eine Schlüsselfigur bleibt, befand sich wohl in einem anderen Widerstandszentrum an der Westgrenze. Für den neuen versöhnlichen Kurs des demokratischen Kampuchea stellt dieser blutrünstige Mann eine psychologische Belastung dar, und Peking wirkt darauf hin, Pol Pot mehr und mehr in den Schatten abzudrängen. Verblüffend war die gute Verpflegung, die uns in diesem Waldlager serviert wurde. Der Kontrast konnte nicht größer sein zwischen der intellektuellen Führungsspitze des sogenannten kambodschanischen Steinzeitkommunismus, wie sie uns eben begegnet war, und jenen uniformierten Kindern, die sich an den Kochtöpfen zu schaffen machten. Im Kambodscha der Roten Khmer von einst sollen diese jungen Rotgardisten, diese Wolfskinder der Revolution, die gefürchteten Aufpasser und unerbittlichen Exekutoren gewesen sein. Jetzt lächelten sie uns freundlich verschämt zu. In einem Exklusivinterview fragte ich Khieu Samphan, ob eine Veränderung des politischen und ideologischen Kurses bei den Roten Khmer eingetreten sei, seit er Pol Pot als Regierungschef abgelöst habe. Es gibt tatsächlich eine politische Veränderung. Wir beabsichtigen, uns der neuen Situation anzupassen. Wir wollen alle nationalen und politischen Kräfte mobilisieren, um gegen die vietnamesischen Aggressoren zu kämpfen. Für uns geht es um das Überleben unserer Nation und Rasse. Das ist unser Problem. Heute geht es nicht mehr um die sozialistische Revolution oder um die Erziehung zum Sozialismus. Ce n'est plus une question de révolution socialiste ni d'éducation socialiste. Sehen Sie die Möglichkeit, dass alle nationalen Kräfte Kambodschas sich in einem Bündnis zusammenfinden? Nous sommes heureux d'accepter tous les patriotes. Wir wären glücklich, alle Patrioten innerhalb unserer patriotischen Front aufnehmen zu können, uns mit allen Patrioten zu verbünden, selbst wenn sie aus dem einen oder anderen Grunde dieser Front noch nicht beigetreten sind. Worauf es ankommt, ist, dass sie gegen den vietnamesischen Aggressor kämpfen wollen. Und wir wären natürlich glücklich, wenn Prinz Sihanouk zu uns stoßen würde, um gemeinsam mit uns gegen die Vietnamesen zu kämpfen. Si le Prince Sihanouk, si Monsieur Son Tsan accepte de se joindre à nous pour lutter ensemble contre les Vietnamiens. In der Vergangenheit ist das demokratische Kampuchea beschuldigt worden, Grausamkeiten, Massaker, ja Völkermord begangen zu haben. Was ist Ihre Antwort darauf? C'est pas vrai. Il n'y a pas de massacre. Ce sont là des propagandes
tendancieuse des Vietnamiens. Das ist nicht wahr. Es hat keine Massaker gegeben. Das ist die tendenziöse Propaganda der Vietnamesen. Die Vietnamesen haben zunächst behauptet, dass wir 3 Millionen unserer Landsleute umgebracht hätten. Dann haben sie 1 Million hinzugefügt, was 4 Millionen ausmacht. In Wirklichkeit zielt diese Propaganda darauf hin, ihre eigenen Absichten, ihren eigenen Ausrottungskrieg gegen uns zu vertuschen. Leur propre plan destiné à cacher, à masquer leur guerre actuelle qui est une guerre d'extermination de notre race, à masquer leur propre plan d'exterminer notre peuple. Gewiss, in unserem Bemühen um die Verteidigung und den Wiederaufbau des Landes sind Fehler begangen worden von links und von rechts. Aber Massaker waren das nicht. Dans notre travail pour la défense du pays et pour la reconstruction du pays, il y a eu des erreurs de gauche ou de droite. Mais de là à dire qu'il y a eu des massacres, non. Würden Sie im Falle eines Abzugs der vietnamesischen Streitkräfte bereit sein, die Präsenz von Truppenkontingenten der Vereinten Nationen zu akzeptieren, die dann beauftragt wären, freie Wahlen zu organisieren? Nous souhaitons la présence des forces des Nations Unies. Wir wünschen die Präsenz der Streitkräfte der Vereinten Nationen. Nicht erst nach dem Rückzug der Vietnamesen, sondern jetzt, sofort. Nach dem Abzug der Vietnamesen werden wir glücklich sein, diese UNO-Truppen hier aufzunehmen, um die Wahlen zu überwachen. Da standen sie plötzlich vor uns. Die Soldaten der Apokalypse, die Schreckensarmee Pol Pots, die Horrorgestalten des Steinzeitkommunismus, wie sie in der Presse oft genannt wurden. Die dunkelbraunen Gesichter wirkten hart und wild. Die Bewaffnung dieser Roten Khmer war chinesischen Ursprungs. Sturmgewehre vom Typ AK-47, Bazookas B-40 und B-41, leichte Granatwerfer. Der militärische Oberbefehlshaber der Nordregion von Kambodscha, M. Seun, ist 32 Jahre alt und kämpft seit 1970 auf Seiten der Roten Khmer. Zu seinem Kommandobereich gehört auch die Provinz Siem Reap mit den berühmten Tempelruinen von Angkor Wat. Um den Schlägen der vietnamesischen Trockenzeitoffensive kein lohnendes Ziel zu bieten, haben die Roten Khmer sich in kleinste Einheiten aufgelöst. Auch diese Kompanien 203 und 204, die sich in der Etappe befinden, spalten sich in Gruppen von 8 bis 10 Mann und legen Zivilkleidung an, um im Hinterland des Feindes Überfälle und Sabotageakte durchzuführen. Für unsere Kamera wurde ein kleines Manöver inszeniert. Die Roten Khmer trugen funkelnagelneue chinesische Uniformen. Die vietnamesische Seite wurde dadurch dargestellt, dass zwei Soldaten den typischen Kolonialhelm der Soldaten Hanois aufsetzten und die anderen ihre Mützen ablegten. Die Vorhuten der wirklichen vietnamesischen Streitkräfte, die mit 3 Divisionen und angeblich 200 Panzern in den Nordprovinzen präsent sind, waren immerhin 20 Kilometer von uns entfernt.
Das etwas naive Spiel der Roten Khmer endete natürlich mit einem vollen Sieg der Pol Pot-Partisanen über die Soldaten Hanois. Anschließend wurde uns ein echter vietnamesischer Gefangener vorgeführt, ein Überläufer der 302. vietnamesischen Division, der aus Ho Chi Minh-Stadt, dem früheren Saigon, stammte. Er sei ein Gegner der Lesuan-Clique von Hanoi, beteuerte der Gefangene, und sei bereit für einen Regimewechsel in seiner Heimat zu kämpfen. Bei unserem Weitermarsch stießen wir auf ein typisches Waldlager der Roten Khmer. Die Soldaten waren mit dem Schärfen von Bambusspitzen beschäftigt, die zu Hunderttausenden im Dschungelboden stecken und von den vietnamesischen Eindringlingen heute ebenso gefürchtet werden wie einst von den Amerikanern. Der Bau und die Tarnung einer dieser tückischen Fallen, die Bambuspfeile, werden meist zusätzlich vergiftet, wurden uns vorgeführt. In seinem improvisierten Gefechtsstand hielt Staatspräsident Khieu Samphan einen militärischen Lagervortrag. Er schilderte kurz die beiden Phasen der vietnamesischen Trockenzeitoffensive, die eine im Nordosten, vor allem in den Provinzen Ratanakiri und Mondulkiri, die andere in den Zentralprovinzen Kompong Cham und Kompong Tom. Jeweils 4 Divisionen seien eingesetzt worden von den 23 Divisionen, die Hanoi in Kambodscha stehen hat. Qui comprend la partie ouest de la province de Kompong Cham, la partie ouest de la province de Krathi et toute la province de Kompong Thom. Die Roten Khmer betrachten das Ausbleiben einer frontalen Großoffensive der Vietnamesen gegen ihre rückwärtigen Lager, ihre Sanctuaries, beiderseits der thailändischen Grenze, als einen unverhofften Erfolg. Der Feind hat vergeblich versucht, uns auszumerzen, beendete Khieu Samphan seinen Bericht. Unsere Trägerkolonne geleitete uns weiter nach Süden. Wir stießen auf eine Siedlung aus Bambushütten, die kurzerhand Neues Dorf genannt wurde. Zum ersten Mal sahen wir Zivilisten, viele Frauen und Kinder. Die Haare waren bei allen kurz geschnitten, wie die Roten Khmer das von ihren Anhängern verlangen. In den Hütten lagen die Bündel mit den armseligen Habseligkeiten für eine plötzliche Flucht fertig geschnürt. Der Dorfälteste inszenierte eine Verteilung von Medikamenten, die aus Thailand herübergekommen waren. Den Gesichtern dieser Dorfeinwohner war nicht zu entnehmen, welches Grauen und welche Strapazen hinter ihnen lagen. Sie bildeten eine verschworene Gemeinschaft, deren blutige Geheimnisse wohl nie gelüftet werden. Ein kleiner Bär diente hier den Soldaten als Maskottchen, ein versöhnliches Bild in dieser düsteren Umgebung. Auf winzigen Beeten verrichten die Dorfbewohner der Roten Khmer, die in ständiger Fluchtbereitschaft leben, ihre Feldarbeit. Die Reislieferungen, die aus Thailand kommen, können somit wenigstens durch etwas Frischgemüse ergänzt werden. Mö, tau,
Sogar eine Schule wurde uns vorgeführt, wo die Kinder ausnahmsweise keine politischen Parolen lernten, sondern von der Tafel ein Gedicht ablasen über das Einbringen der Ernte und die befruchtende Wirkung des Regens während der Monsunzeit. Für den späten Nachmittag hatte man die größte Überraschung bereitgehalten. Eine Massenkundgebung im Dschungel. Kyu Sampan schüttelte die Hände seiner Getreuen. Welch seltsamen Weg war dieser scheue Mann doch gegangen, der einst an der Sorbonne mit einer These über die radikale Bodenreform in Kambodscha promoviert hat. Hier waren sie unter sich, die Überlebenden des demokratischen Kampuchea. Die harten Männer und Frauen des Steinzeitkommunismus, die geglaubt hatten, auf einer Pyramide von Schädeln das neue Reich von Angkor und eine originelle Form des Sozialismus verwirklichen zu können. In dieser Ferne der südostasiatischen Wildnis hatte der Marxismus exotische und schreckliche Früchte getragen. Viele dieser finsteren Gesichter hatten einst jener geheimen Organisation Ankar gedient, die in den Dörfern und Arbeitslagern willkürlich über Leben und Tod entscheiden konnte. Diese Männer, Frauen und Kinder schienen immer noch unverzagt, als Staatspräsident Kyu Sampan das Wort ergriff und sie zum Kampf ohne Gnade und ohne Unterlass aufforderte. Wir fürchten uns nicht vor den Vietnamesen, die unsere Nation verschlingen wollen, schrie der Kommissar vom Dienst. Mädchenchor sang mit piepsigen Stimmen die Nationalhymne. Andere Lieder oder gar Tänze kannten diese Asketen der totalen Revolution nicht. Kyu Sampans Rede gipfelte in der radikalen Kampfansage an den vietnamesischen Feind und in der Glorifizierung des kambodschanischen Widerstandes. Der Präsident bat mich kurz zur Vorstellung auf das Podium. Mit der alten Geste fernöstlicher Höflichkeit verabschiedete sich Kyu Sampan dann von der Runde seiner Gefolgsleute. Thank you.
Zum Abschied waren die Soldaten der Pol Pot-Armee noch einmal auf einer weiten Lichtung zu einer Kampfübung ausgeschwärmt. Wieder wurde Krieg gespielt. Insgesamt mögen die regulären Truppen der Roten Khmer 25.000 Mann zählen. So lauten die Schätzungen der westlichen Nachrichtendienste. Sie genießen die stillschweigende Komplizität Thailands und die aktive Unterstützung der Volksrepublik China. Aber im Wesentlichen sind diese unheimlichen und unerbittlichen Krieger, die mit eiserner Disziplin ausharren, auf sich selbst gestellt. Sie sind weiterhin motiviert durch einen revolutionären Wahn, der offenbar keine Grenzen der Selbstaufopferung kennt. Auf der Karte hinter mir sieht man die rot schraffierten Gebiete. Das sind die Zonen, wo die Roten Khmer noch am aktivsten sind. Und der weiße Pfeil im Norden zeigt jene Stelle südöstlich der thailändischen Stadt Surin an, wo wir die Grenze nach Kambodscha überschritten haben. Aber jetzt im kommenden, im dritten Teil, wenden wir uns der Westgrenze Kambodschas zu, mit Thailand in der Gegend der Stadt Aranyaprathet, wo sich die großen Flüchtlingslager befinden und auch die Bollwerke, die Sanctuaries des kambodschanischen Widerstandes und vor allem der Roten Khmer in den Mount Malay und bei Phnom Chat. Man hat sich gefragt, warum die Vietnamesen nicht eine gewaltige Offensive gestartet haben, um diese Sanctuaries, die sehr stark an die Situation der Amerikaner einst in Vietnam erinnern, auszuräumen. Sie hätten dann allerdings 10, 15, 20 Kilometer nach Thailand hineinstoßen müssen und hätten damit zweifellos eine große südostasiatische Krise ausgelöst. Vor allem aber hätten sie der Volksrepublik China ein Argument, einen Grund gegeben, um eine neue militärische Strafaktion gegen Vietnam zu starten. Was die Kambodschaner, was die Roten Khmer heute am meisten fürchten, ist, dass sich in der Weltöffentlichkeit ein Wandel vollzieht und dass man ihnen ihren Sitz in den Vereinten Nationen aberkennt. Die Furcht ist einfach bei den Roten Khmer vorhanden, dass der Westen sich mit der jetzigen Lage nach und nach abfindet aus Bequemlichkeit, dass er die Beziehungen zu Hanoi wieder intensiviert und das Marionettenregime in Phnom Penh anerkennt. Im Grunde ist das eine ähnliche Situation wie gegenüber Afghanistan. Und man sieht daran, dass die Spannung in Asien zumindest unteilbar ist. Was dort stattfindet in Indochina heute, ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Vietnamesen und Roten Khmer. Dahinter profilieren sich die Großmächte Sowjetunion und China. Und dieser dritte Indochina-Krieg ist ein asiatischer Abnutzungskrieg. Ein Krieg, vor dem die westlichen Beobachter aus Europa und Amerika ziemlich ratlos stehen. Der dritte Indochina-Krieg ist noch längst nicht zu Ende. Etwa 250.000 kambodschanische Flüchtlinge leben in Thailand. Weitere 600.000 drängen sich in provisorischen Lagern im unmittelbaren Grenzgebiet. Dieses Problem bleibt ohne Lösung. Die Thai sind aus verständlichen Gründen nicht gewillt, diese fremden Eindringlinge bei sich anzusiedeln, die dann sehr bald durch weitere Hunderttausende verstärkt wurden. So bahnt sich in diesem Raum eine Art südostasiatisches Palästinenserproblem an, mit allen Folgen der Unsicherheit und der ständigen Betreuung von außen, die dazugehören. In den Lagern geben Schwarzhändler, Ganoven und Marodeure oft den Ton an. Unterschwellig sind jedoch auch die Roten Khmer, die unentwegten und fanatischen Anhänger des kambodschanischen Widerstandes, dabei, die anderen Organisationen zu unterwandern. Die Gefolgsleute Khieu Samphans haben in vielen Lagern heute schon das Sagen, obwohl die Mehrzahl der Flüchtlinge unter dem Pol Pot-Regime Unsagbares gelitten haben und eher dazu neigen würden, unter antikommunistischen Vorzeichen den Kampf gegen die Vietnamesen fortzuführen.
Aber die bewaffneten Haufen und Grüppchen, die diese kambodschanischen Nationalisten Khmer Serai, Freie Khmer oder Khmer Seraika zusammengetrommelt haben, stellen keine nennenswerte Kampfkraft dar, sind oft Schwadronneure und Marodeure. Jedenfalls bieten sie kein Gegengewicht zur eisernen Entschlossenheit der Roten Khmer. Chinesen und Thai üben heute auf diese antikommunistischen kambodschanischen Widerstandsgruppen heftigen Druck aus, damit sie sich mit dem demokratischen Kampuchea Khieu Samphan zusammenschließen. Vor allem befürchten die kambodschanischen Flüchtlinge, dass eines Tages die Regierung von Bangkok und deren westlichen Freunde der leidigen Flüchtlingsprobleme überdrüssig werden, die Lager auflösen und im Zuge einer Verständigung mit den Vietnamesen diese Refugees mit Gewalt wieder in ihre Heimat zurücktreiben. Über den Ruinen von Angkor Wat kreist ein vietnamesischer Hubschrauber. Er hält Ausschau nach eventuellen Infiltrationen roter Partisanen der Pol Pot-Armee. Bei ihrer Bekämpfung des kambodschanischen Widerstandes ist die Armee Hanois zu Methoden übergegangen, die an die einstige Kriegsführung der Amerikaner in Vietnam erinnern. Die Tempel von Angkor Wat gehören zu jener militärischen Nordregion, in der uns Staatspräsident Khieu Samphan empfangen hatte. Als wir mit den Ministern des demokratischen Kampuchea in einer Bambushütte im Dschungel zu Abend aßen, ein sehr reichliches Diner übrigens mit 4 Gängen, mit Whisky, Bier und Coca-Cola, fragte ein Offizier der Roten Khmer allen Ernstes, ob es wohl propagandistisch wirksam wäre, wenn seine Soldaten einen Handstreich auf die Ruinenstadt von Angkor Wat verüben würden, um ihre Präsenz und ihren Widerstand zu demonstrieren. Die Gastfreundschaft dieser Steinzeitkommunisten wirkte so spontan, dass wir Mühe hatten, uns ständig daran zu erinnern, wer diese Männer wirklich waren, wie viel Blut sie vergossen hatten. Wohin die Funksprüche gingen, die in dieser Nacht pausenlos gesendet wurden, haben wir nicht erfahren. Vielleicht nach China. Wenige Tage später reiste Khieu Samphan nach Peking und wurde dort mit allen Ehren eines Staatschefs empfangen. Die Chinesen wissen, dass die Roten Khmer, was immer man über ihre grausigen Taten denken mag, das letzte wirksame Bollwerk gegen den vietnamesischen Ausdehnungsdrang in Hinterindien darstellen. Peking wird weiter auf diese Karte setzen. Die Soldaten der Apokalypse können nicht singen. Sie können nur Propagandaparolen bellen. Der politische Kommissar verlas am Ende sein Manifest. Widerstand um jeden Preis. Mit chinesischer Unterstützung wollen die Krieger Khieu Samphans die siegreiche vietnamesische Armee zu einem dauerhaften und auszehrenden Engagement im kambodschanischen Dschungel zwingen. In 2 Monaten wird die Regenzeit diese Landschaft in einen endlosen Sumpf und Morast verwandeln. Die Roten Khmer haben uns offenbar vorführen wollen, dass sie entgegen allen Siegesmeldungen aus Hanoi weiter existieren und kämpfen. Diesen haben sie erbracht. Doch,